Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Natürlich nach zwei gescheiterten Aufnahmen, denn OBS wollte man wieder nicht, muss ich raustappen und wieder reintappen und alles hin und her und das ist alles kacke. Nicht OBS, Spotify wollte man wieder nicht auf meine Tastatur reagieren, weil wenn du einmal rausgetappt bist, dann hast du mit Spotify verloren. Ich hoffe, dass jetzt im Hintergrund weiter der Twitch-Scheiß läuft, dass ich meinen schönen EFT-Loot weiterkriege. Denn aktuell sind EFT-Drops, die prinzipiell halt erstmal egal sind, aber nice to have. Von daher hätte ich die gerne, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt hoffe ich, dass es bald mal anfängt. Es kam wieder einen Tag gar nichts. Cool, wie heißt das andere? Moment. Ich bin gerade dumm. Okay, also du wirst heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und seid vorsichtig. Glaubst du, ich komme gerade drauf? Oh Gott, geht der Wagen ab. Ich komme gerade echt nicht drauf, was ich sagen wollte, ne? Ist das Zeitfahrt? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, wenn ich ehrlich bin. Achso, genau. Es kam kein Need for Speed. Es sind zwei Tage lang. Ein Tag ist. Warte, anders. Serious Sam kam nicht pünktlich beide Tage. Beziehungsweise einen Tag kam es gar nicht und es kam erst Donnerstag. Wir haben gerade diesen Donnerstag. Ich habe gerade diesen Need for Speed Part online gestellt. Diesen Serious Sam Part online gestellt. Falls euch geistig ein bisschen verwirrt. Wirke, nehmt mir das bitte nicht übel. Ich bin immer noch ein bisschen übermüdet. Wir haben es inzwischen später. Also wie gesagt, wir haben Donnerstag. Zwei Tage oder drei Tage liegen zwischen der Aufnahme. Zwischen der letzten. Aber ich bin halt wieder mal müde. Und aktuell bin ich einfach dauermüde. Und ich weiß nicht so ganz genau warum. Ich glaube einfach, dass mich das Wetter gerade ein bisschen killt, weil geiles Wetter, Scheißwetter, geiles Wetter, Scheißwetter, geiles Wetter. Mein Fahrrad ist da, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt. Bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sicher. Auf jeden Fall habe ich. Oh Gott. Okay. Bin ich schon eine Runde damit gefahren. Und fährt sich gut. Unterstützung ist cool. Hat mir gut gefallen. Also, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe mich übrigens gerade ein bisschen konzentriert, weswegen ich ein bisschen die Schnauze gehalten habe. Von daher, okay, wir fahren hier mal ein bisschen auf dem Dreck rum. Komm, Fisch! Was geht doch hier noch? Alter, aber das Ding kann man hier gut driften. Also ich muss sagen, die Viper war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Auch wenn die Corvette auch sehr gut gefahren ist, das weiß ich noch. Die Viper fährt echt schön. Dafür, dass sie so einen riesigen V10 da vorne drin brummen hat. Ich meine zumindest, es war ein V10. War doch ein V10, ne? Auf jeden Fall ein riesiges Ding. Ich meine, sie ist nicht Kompressor, also original nicht Kompressor aufgeladen. Die hier wird jetzt wahrscheinlich Turbo aufgeladen sein oder auch Kompressor. Hört sich auf jeden Fall vom Geräusch her so an. Von daher irgendwie sowas wird da schon sein. Noch eine neue Bestzeit. Alter Schwede. Ich muss sagen, die Strecke ist schön, die ist kurz. Gefällt mir sehr gut von der Länge her. So Sechsten brauchst du halt gar nicht. Weil einfach die Strecke viel zu kurz für den Sechsten ist. Ah, shit, da wollte ich zu viel. Okay. Ja, da war ich 2 Sekunden jetzt langsamer. Okay. Schaffe ich noch eine? Ne, ich schaffe auf keinen Fall noch eine. Das ist letzte Runde, schade. Hätte man besser machen können als. Ah, wobei, 28? Nee, ach so, das ist gerade für die Bestzeit 45, ja, nee.
Das hätte ich ja nicht mehr geschafft, wenn ich die Runde perfekt gefahren wäre. Also selbst das wäre noch unter 52 gewesen. Nice. Das ist eine schöne Runde, muss ich sagen. 45? War schon eine gute Rundenzeit. Ich hoffe, vom Sound passt alles her. Ich habe aber eigentlich nichts anderes aufgenommen, also nicht mit Kirschi. Deshalb sollte es eigentlich alles noch passen. Weiter geht's. Dasselbe nochmal, außer jetzt eine andere Strecke halt. Oh, das Lied kennt man auch schon länger. Meine scheiße Servoleitung ist endlich angekommen. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht auch bald endlich wieder meinen 59er fahren können. Hoffe ich sehr. Das wird zwar noch einen Augenblick dauern, aber schauen wir mal, wie lange noch. Falls ihr gerade Geräusche im Hintergrund hört, meine Freundin kommt gerade nach Hause. Von daher wird es jetzt wieder ein bisschen lauter. So. Er war noch in der 2 und ich war in der 4 schon voll überdreht. Auch gut. Okay, in der Kurve runter eine 2 auf jeden Fall. Alter! Okay. Das sieht nach einer Dreierkurve aus. Ja, passt. Das ist auch eine Dreierkurve, würde ich sagen. Wie lange hier? Ja, sieht gut aus. Ein bisschen früher schalten könnte man Fisch. Ich habe bei dem Auto echt kein Gefühl für einen Schaltpunkt. Das hier ist auf jeden Fall eine vierte Gangkurve. Das hatte ich gesagt, das ist ein zweiter und vor allem nicht so schnell anfahren. Okay, merke ich mir vielleicht, wenn ich hier jemals nochmal rauskomme. Alter. Ich habe gerade auf was anderes geguckt, Entschuldigung. Also ich war gerade abgelenkt. Die Runde hier wird gar nichts, sage ich jetzt mal so. Das hier war alles dritter Gang, ne? Auf jeden Fall kann man die weiter außen fahren, so wie auch die Ideallinie angezeichnet ist. Da, es macht mich auch schon wieder wahnsinnig, dass das Ding nur bis 6 dreht. So, Junge, mein Straßenauto dreht bis 6. Ich baue doch kein... Ja, okay, das war schon die Kurve hier. Ich baue doch keinen Rennwagen, der nur bis 6 dreht. Und man alle 4 Sekunden schalten muss. Oder alle 2 Sekunden, glaube ich, eigentlich eher. Junge! Das war ein bisschen langsamer leider. Aber das sollte jetzt hier passen eigentlich. Oder auch gar nicht. Okay. Boah, was mache ich denn hier? Ich muss mich gleich... Boah. Okay, Fisch. Konzentration jetzt bitte mal eine Runde lang, ne? Das ist eine vierte Gangkurve. Das ist eine zweite Gangkurve. Eng rum. Okay. Nein, ah, das war bis dahin so gut. Ah, scheiße, bis dahin war das echt eine gute Runde, ey. Aber eine neue Bestzeit gefahren. Entspannt. Junge, Junge, Junge. Wenn ich gerade sehr wenig rede, tut mir das leid, aber ich will gerade mal eine halbwegs gute Runde fahren, bitte. Okay. So auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, wie viel langsamer ich bin. Alter! Aber ich muss erstmal an diesen ganzen Leuten hier vorbei. Zwei Sekunden im Endeffekt. Das ist natürlich auch eine Leistung, ey. Zwei Sekunden langsamer sein. Okay, 0031. Das war gerade gar nicht viel langsamer.
Aber dann wird diese wahrscheinlich auch noch langsamer. Ja. Die ist schon fast eine Sekunde. Alter. Ich hasse übrigens mitfahrende Menschen. Da kann man halt nicht einfach immer Ideallinie fahren. Aber eine 38 ist, glaube ich, stabil. Eine stabile Rundenzeit, glaube ich. Und sowieso wieder alle Punkte gekriegt. Hat 10 Minuten aufgenommen, also Hälfte ungefähr. Kommt noch eins oder war es das jetzt? Ich glaube, das war's. Oder? Nee, das war's noch nicht. Okay. Tatsächlich noch ein Rennen. Und dann gucken wir mal wieder in die Einladungsevents. Ich glaube zwar noch nicht, dass ich wieder eins habe. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass ich eins habe. Aber möglich ist alles. Alter, wenn du wüsstest, warum ich so müde bin. Ja, momentan, also ich habe die ganze Woche Frühdienst, deshalb habe ich auch so Probleme, Videos aufzunehmen. Wenn ich Mitteldienst habe, ist eigentlich immer ganz chillig, dann kann ich morgens aufnehmen und gehe danach halt arbeiten. Nächste Woche ist wieder Spätdienst, dann geht das. Aber so bin ich halt immer um 5 Uhr aufstehen oder vor 5 Uhr aufstehen. Dann schaffe ich einfach zeitlich... Weißt du, bin ich erst um 14 Uhr oder so zu Hause? Und dann schaffe ich einfach... Nee! Okay, da habe ich gerade ehrlich gesagt die Bremse richtig gerettet. Ich würde überhaupt mit dem Auto hier kann man die Kurve da vorne nehmen. Das weiß ich das. Hallo! Fahr doch bitte wieder rauf, danke. Ich habe übrigens an der Gegnerstärke nichts umgestellt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie die Gegnerstärke umgestellt. Ich bin der Meinung, das konnte man bei dem Spiel auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Wonach der seine KI berechnet. Alter, sobald man mit einem Rad bei dem Karren hier auf den Dreck kommt, ist man echt gefickt, ey. Dann fliegst du echt weg. Okay, das war zu früh geankert. Und dann nicht lang genug und dann wieder kurz. Man muss halt auf den ganzen Rennstrecken eigentlich erstmal so ein paar Bremspunkte finden. Okay, 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 okay. Auto, Auto, Auto. Man muss auf den ganzen Strecken eigentlich erstmal ein paar Bremspunkte finden, dann geht das eigentlich. Ich glaube, hier runter in die 2 ist der richtige Weg. Das ist bei so einem Automatik halt schon einfacher, ne? Hallo, da wollte ich gar nicht hin. Darf ich bitte wieder auf die Strecke drauf? Danke! Scheiße, da bin ich zu weit rausgekommen, sonst wäre das wahrscheinlich eine meistere Kurve gewesen, schätze ich mal. Ich fahre gerade ohne Schuhe, merke ich gerade. Das macht sich nicht so gut. Ich fahre nicht so gerne ohne Schuhe, ehrlich gesagt. Alter, 1,35 haben wir direkt im ersten Try, aber richtig unterboten. Was sind das denn für Forderungen? Hallo! Also ich weiß nicht genau, ob es an meinem Lenkrad liegt, dass ich zwischendurch so Aussätze habe und er gar nicht lenkt. Oder, also ich achte halt auf die Strecke und weniger auf das Lenkrad, wie sich das bewegt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ich lenke oder ob ich nicht lenke. Weil wenn ich nicht lenke, dann habe ich Aussätze am Lenkrad. Okay, zu spät gebremst. Hallo! Also no joke, ne? Wenn dieses Auto gut geradeaus fährt und in der Kurve liegt, dann fährt es echt geil. Aber sobald du auf Schotter kommst, hast du komplett verloren. Ist in der Realität auch so. Absolut. Aber hier hast du ja schon Probleme, wenn du auf den Curb kommst. Und Kurven, also so enge Kurven sind nicht so sein Fall. Muss ich auch ganz klar sagen. Das ist allgemein, das Grip-Level ist nicht so das geilste. Was? Einer ist eine neue Bestzeit gefahren, die nicht ich bin? Okay, dann muss ich jetzt mal eine bessere Runde fahren hier. Sagt er und fuhr erstmal in den Dreck rein.
Ich würde sagen, ich fahre mal kurz eine Schaltwippenrunde, aber... Okay, immerhin schon mal eine neue Bestzeit in dem Sektor. Ich dosiere schon immer sehr vorsichtig. Jetzt komme ich hier nicht aus dem Dreck raus, geil. Allerdings muss man halt auch irgendwann mal Vollgas geben. Weil aus manchen Drehzahlbereichen kommst du sonst einfach nicht weg und ich kann nicht noch einschalten. Das war auf jeden Fall das beste Mal von denen, die ich jetzt genommen habe. Ich bin nur Vierter, Alter. Da bin ich weit weg. Hallo? Okay, nee, das war's. Okay. Alter Schwede. Ja, das schaffe ich nicht. In solchen engen Kurven fickt mich halt immer wieder, dass man so eine Maximaldrehscheiße hat, ne? Ich zeige euch mal was. Ach, fuck, kann ich jetzt nicht mehr, okay. Das machen wir nochmal, logischerweise. Ich glaube, das mache ich auch ohne euch kurz nochmal. So, darf ich bitte wiederholen? Darf ich bitte wiederholen? Danke. Ja. Ich kann irgendwie in die Außenansicht gehen, das weiß ich. Ich weiß nur nicht wie. Was, die Taste? Da, die Taste, was? So, ja? Das ist eingeschlagen. Also ihr seht, wie wenig das Rad eingeschlagen ist, oder? Hallo, ich stehe auf der Kupplung. Ich zeige euch einfach mal kurz. Ne? Das ist voll eingeschlagen. Junge. Und langsam fährt er noch halbwegs um eine Kurve damit. So, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Das hat relativ gut funktioniert. Von daher bin ich ganz zufrieden. Ein bisschen Rückenschmerzen gerade. Was mir echt nicht so gut gefällt. Eieieiei. 120 Kilometer, ja. Nice, ne? Weiter. Gut. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir sind jetzt mit den US gegen Europa fertig. Es kommt jetzt US gegen Japan, glaube ich. Ich glaube, da hatten wir gesagt, hatte ich gesagt, fahren wir Japaner. Richtig? Also Japaner, Europa. Ist ja egal, ob hier Japaner und hier Europa. Ist ja im Endeffekt scheißegal. Ich glaube, wir fahren jetzt aber erstmal Japaner. Aber ich guck mal ganz kurz. Haben wir noch irgendein Rennen hier, was wir noch nicht gefahren haben? Ich glaube tatsächlich nämlich nicht mehr. Irgendwas, wo wir hier noch 0 haben. Sieh doch da. Und da hinten ist noch eins. Okay, dann fahren wir jetzt hier erstmal eins. Ein WRX STI, so einer steht bei mir auf der Route, wo ich arbeite. Also wo ich lang fahre. Quasi, manchmal, nicht immer. Ein bisschen längerer Part heute wieder. Ist aber glaube ich okay. Zeitelimination dauert ja schon immer recht lange, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal nach, wie lange das noch dauert. Ich habe übrigens echt Hunger. Ich bin relativ frisch zu Hause. Ja, danke. Ich meine, der Impreza ist... Ist das eine Automatik? Nein, ist es nicht. Siehst du, der hat eine vernünftige Schaltanzeige. Okay. 25 Sekunden pro Platz und es sind 10 Plätze, also 250 Sekunden, also knapp 4 Minuten 10. Gott. Plus noch ein bisschen Spielerei. Also ich muss sagen, der WX STI ist ja von der Basis her jetzt kein langsames Auto, aber fühlt sich schon kraftlos an, wenn man eben in so einer Viper drin saß. Schon sehr lustig. Bei 7,5 Schalten schon besser. Ich weiß gar nicht, was ein WRX STI so für einen Motor hat, ehrlich gesagt. Muss ich ja ehrlich sein? Ich
tippe auf einen, also dass es Boxermotoren sind, weiß ich. Ich glaube, es sind Vierzylinder-Boxer. Ich bin mir aber echt unsicher. Falls ihr euch für Subaru interessiert, kennt ihr Subi Performance sehr wahrscheinlich, aber allgemein finde ich den sehr lustig. Ist ein ganz schön kluges Köpfchen auf jeden Fall. Deshalb gucke ich den sehr gerne. Macht seine Videos fast alle auf Englisch, was ein bisschen anstrengend ist zum Verstehen, weil der halt über hochtechnische Sachen auch redet. Und dann mitzukommen, was er meint, ist, wenn man jetzt nicht Native Speaker ist, echt ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht so das Einfachste auf jeden Fall. Ich verstehe meistens, wovon er redet, aber ich bin halt auch allgemein so Motorentechnik drin. So ein bisschen zumindest. Ich verstehe grundlegend, wie ein Motor aufgebaut ist, sagen wir es so. Und ja, deshalb ist nicht für jedermann auf jeden Fall was. Ist schon... Das Ding ist 6-Gang, Junge. Das wollte ich übrigens gerade ausprobieren, ne? Also, hatte keinen Sinn, dass ich da den 6. geschaltet habe. Alter Schwede. Okay. Okay. Let's go. Ah, cool. Wie viele Plätze habe ich jetzt noch? 4 oder so hinter mir? 5 hinter mir, okay. Lang übersetzt das Ding auf jeden Fall. Weil ich glaube, das fühlt sich nur so lang an, weil man halt relativ langsam noch ist. Irgendeine Kurve gibt es, die wir noch nicht gemeistert haben. Gucken wir mal, ob wir die jetzt noch meistern können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es ist die lange gerade gleich. Die lange gezogene Kurve. Ich kriege übrigens nach dem Hintergrund. Habe ich ja hart Runke für gekriegt in Receiver 2. Dass ich da nicht den scheiß Ton ausgemacht habe. Das tut mir auch immer noch leid. Aber Kirschi guckt das Display hier eh nicht. Von daher wird er das hier niemals sehen. Die Zeit, die Dingens haben wir auch wieder nicht gekriegt. Ich glaube auch einfach, weil wir zu langsam sind. Okay, noch 4 andere und ich sehe sie schon nicht mehr. Geil. Vielleicht kommen wir sogar nochmal dran vorbei. Aber ich glaube, wir sind einfach zu langsam für die Strecke hier. Weil der Subi halt jetzt auch nicht so viel Power hat. Was hat er? Ganz schwer zu schätzen. Vielleicht 300 PS? Vielleicht 280? Wir haben keinen Subi, ich kann nachgucken. So, kommen wir hier noch durch? Dann würde ich jetzt mal kurz die Hände am Lenkrad lassen. Nice, haben wir sogar wirklich noch gemeistert, das Ding. Ich glaube auch nur, weil ich meine Hände am Lenkrad gelassen habe. Also ich habe gerade einmal mit Schaltwippen geschaltet. Nice! Haben wir gewonnen. Und knapp 24 Minuten gebraucht. Oder gut 24 wahrscheinlich im Endeffekt. Nochmal Fahrerlevel gesteigert. Ist auch ganz nett. Was kriegen wir dafür? Nice! Neues Einladungsevent. Easy. Nichts weiter. Okay, cool. Ich hatte gehofft Geld, aber nein. Ja, Meister aller Kurven auf Dakota GP. Auch gut. Schön. Schön. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Bau eines Japaners. Können wir mal kurz reingucken, welche Autos es auf Stufe 3 gibt. Gehst du bitte zurück, danke. Garage. Autohändler. Stufe 3. Ach ja, da haben wir nur die beiden Nissans, ne? Ja, genau. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der genauso gut wird wie der. Ich gucke mir da vielleicht vorher was zu an. Wir bauen auf jeden Fall da rein. Bis dahin, haut da rein und tschüss.